So, und weiter geht's in unserem spannenden Krimi. Wir wurden von einer Spielergruppe lahmgeschossen. Wir sehen hier die diversen Schiffe von denen. Zwei Constellations, zwei Mantis, eine Scorpius, eine F7 MK1 oder MK2, noch eine F7 MK1 oder 2. Also drei schwere Jäger, zwei Connies, zwei Mantis, also eine ordentliche Truppe. Einen haben wir erschossen, als er boarden wollte. Das ist unsere Ehre, für die Ehre. Und mich haben sie auch noch nicht gefunden. Ich sitze in einem Turm drinne. Und ich weiß nicht, was sie da drinne jetzt machen. Aber sie haben ihre Schiffe noch nicht wegbewegt. Ich weigere... Theoretisch könnte ich noch gerettet werden. Ich weigere mich, auch aus diesem Turm rauszukommen. Da hinten fliegt irgendwas rum. Wer ist das? Irgendwer fliegt hier vorbei. Spannend, muss man sagen. Spannend, spannend. Was macht ihr? Also die anderen Toten, sagen wir mal so? Ich bin wieder da. Ich fliege gerade Richtung Crusader. Ich guck mal, ob ich meiner Avenger da noch ein bisschen Stunk machen kann. Ah, da fliegt jetzt... Einer fliegt jetzt zurück zu seiner... Was ist denn das? Ist das eine... Ach, das ist eine... Das ist keine Conny, das ist eine... Entschuldigung. Das ist eine, Drake. Also eine Cutlass. Der fliegt... Das sieht danach aus, hauen sie jetzt ab. Ah, könnte sein. Wo bist denn du, Skorak? Ja. Ich bin immer noch im EVA unterwegs zu dir. Achso. Ah, weil ich keinen Marken mehr sehe, kann ich nicht sagen, wie weit es noch ist. Ja. Im schlimmsten Fall kann ich Uber spielen, wenn die alle jetzt abhauen. Die sind pervers, die ziehen mir meine Klamotten aus. Ja. Da haben wir die... Also wenn du noch lebst und ich komme, ich hab ein Medkit dabei. Pervers, die ziehen mir meine Klamotten. Das Problem ist halt, ich habe kein Undersuit, kein Helm mehr auf. Ja, dann bist du eh tot. Dann müsstest also du müsstest mich erst ins Schiff hieven. Oder? Ja. So, die Conny ist jetzt abgedampft, die lässt irgendwas ab, keine Ahnung, was sie da ablässt. Schießt einer von euch mit Raketen? Ja. Achso, das erklärt, warum die jetzt auf einmal alle so aufgeregt sind. Du hast was getroffen, Wolfi. Im Schiff scheint noch Sauerstoff zu sein, weil der Typ, der mich hier lootet und meine Klamotten anzieht. Ja. Der hat nämlich gerade auch keinen Helm auf. Du hast den erwischt, Wolfi, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja! Sehr gut, Wolfi! Okay. Wolfi vorne drin! Ja! War das die Conny? Das war die. Sehr gut. Ich glaube, mein ganzes Outfit, ey. Frechheit. Wolfi hat die. Ich habe leider keine Waffe. Ich würde rauskommen und ihn erschießen, aber. Wolfi hat. Damit hatten wir zwei gekillt. Jetzt geht die Mantis. Jetzt geht die. Vorsicht, die Mantis kommt, Wolfi. Ja, ich kann aber eh nichts mehr machen. Mit, hast du hier keine Munition mehr? Ja, die ist jetzt aus. Womit bist du denn unterwegs? Mit der Saber Firebird. Hast du gut gemacht, Wolfi? Eins drauf mit Mappe. Wolfi hat unsere Ehre gerettet. Na gut, einen haben wir erschossen, einen hat Wolfi erschossen. 2-2, wie viel haben die erschossen? 2-3. Na gut, Skorak haben sie nicht erschossen. Ich lebe noch. Also ich bin mitten im Wald. 2-3 gegen eine Übermacht. Komm, so schlecht ist das nicht. Wir haben uns auf jeden Fall so ein bisschen bewiesen, dass wir nicht komplett Noobs sind und leichte Opfer. Sie haben auf jeden Fall kein Plus gemacht, so sieht's aus. So, warte mal, jetzt haut die Hornet ab. Ja, dann schweben da noch zwei Schiffe rum. Jetzt ist die Frage, eines könnte dem Typen gehören, den wir erschossen haben? Eines ist der Van auszieht. Ist der noch bei dir?
Ist der noch bei dir? Dyrex war es, glaube ich. Dyrex? Ja. Ist der noch... Nee, der ist irgendwie abgehauen. Also sehen tue ich nicht mehr. Okay. Ich kann mich auch nicht umschauen. Ja. Okay, sagen tun sie nix. Ich guck nochmal. Ich sehe auch nicht wirklich viel aus meiner Umgebung. Ja. Das ist das Problem. Du kannst, wenn du kannst mit F4 in die Außenansicht gehen und dann kannst du mit Y die Sicht drehen. Jetzt fliegt das zweite Schiff fliegt weg. Ja. Jetzt steht nur noch eins da. Nur noch die Scorpius ist da, ne? Das könnte sein, dass die demjenigen gehört, den wir abgeknallt haben. Bin mir nicht sicher. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob der abhauen will oder ob der noch was zerstört. Der fliegt dann auch so ein bisschen rum. Es kann sein, dass der die Scorpius wegknallt. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Ah, die also müssen noch... Umgebung die ist die haben wahrscheinlich noch Leute auf der Constellation, die das überlebt haben. So wie die da rumfliegen. Das wäre was. Machen die wahrscheinlich noch Taxidienst. Ja. Also ein Helm schwebt hier auf jeden Fall rum. Wenn jetzt hier irgendwo noch ein Undersuit ist, dann... Ja. Wäre das nicht schlecht. Naja, da hinter uns... Ich sehe eine... Mantis, ne. Jo, anders. Cutlass. Ja. Und was ist das dritte? Ist das eine Hornet? Müsste das sein? Schwer zu sagen. Warte mal, ich gucke gegen die Sonne, das ist das Problem. Die sind sehr interessiert. Also wenn du einen richtig guten Treffer gelandet hast, hatten die Ladung an Bord. Boah. Hast du gerade das richtige Schiff erwischt? Hast du gerade das richtige Schiff erwischt, weil die sind da merkwürdigerweise sehr interessiert an dem Schiff. Ja. Ist naja, dann Johnny wird das Ladungsschiff sein. Ja. Hast du ihn, hast ihn vielleicht sogar noch richtig einer ausgewischt? Das wissen wir natürlich nicht. Dann kommst du vielleicht sogar Ladung verloren ein bisschen. Ja, also wenn du sie zerstört, die war zerstört. Also ich hab da auch keine Fracht raustorkeln sehen. Also Flag, ich glaube, für dich wäre jetzt der Moment, wenn du die Flucht ergreifen willst. Da schwebt noch eine Hornet direkt vor dem Schiff rum. Ja, das dürfte dann wahrscheinlich der sein, der den ihr geschossen habt. Kann natürlich sein. Wenn ich könnte zu der Scorpius rüberfliegen. Aber der ist mir zu dicht an der Scorpius. Also ist die Frage, ob der mich sieht. Kann sein, dass er mich sieht, wenn ich rüberfliege. Kann sein, dass er mich nicht sieht. Was machen die hinter uns? Rumfliegen. Sehe ich das richtig? Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Hurra, ich komm wieder. Hast du deine Raketen nachgeladen, Wolf? Ja, ich hätte ja fast lieber gehabt, wenn er mich abschießt. Du meinst, weil du dann schneller gewesen wärst? Ja. Du müsst ja fast Kopfgeld nehmen von denen. Ja. Wenn ich nur wüsste. So, wo ist der andere? Der schwebt da immer noch rum. Ja, ja, der hat die Scorpius im Auge. Ich glaube, der wartet nur darauf, dass da einer rüberfliegt. Der hat stimmt, den, bewegt sich noch. Der hat genau die Scorpius im Auge. Ach, sowas, für sowas finde ich Star Citizen ja geil. Für so eine Aktion. Was machen die da bei der Conny? Oh, er schwebt da immer noch rum. Wo bist du? Du bist immer noch irgendwo am Rumtreiben, Skorak. Innen noch unterwegs. Pass auf, lass dich nicht sehen, obwohl das ist unwahrscheinlich, dass die dich sehen. Naja, auf dem letzten Stück. Vorhin, der mit dem Mantis hat mich zwar fast in den Haufen geflogen. Was macht der da? Ja, der hat genau die Scorpius im Auge. Der hat, wette, der hat die Finger am Abzugsknopf.
Wenn nur einer falsch zuckt, pustet er die aus dem All. Was macht er jetzt? Jetzt dreht er sich irgendwie um. Keine Ahnung. Ist langweilig. Ja. Der wurde von seiner Ork, der wurde beauftragt. Hier, du bewachst das Ding jetzt, bis der rauskommt. Ich will nicht. Was machen die da hinten? Immer noch nichts. Vermute umladen. Ja, und er, hoppala, jetzt bin ich ausgetappt, bin wieder da. Was leuchtet denn da jetzt so? Siehst du das, Gorak? Ich werde hoffentlich nicht leuchten. Da leuchtet irgendwas irrsinnig. Wolfi, bist du da irgendwie zu Gange? Ja, ich schieße ein bisschen rum. Das nehme ich noch in eine andere Richtung ein. Das ist aber... Ich bin zwischen Wolfi und der Herbert in dem Fall. Oh, da rumst es aber. Ja, die schießen gerade auf mich, glaube ich. Kämpfe, Wolfi, kämpfe. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Warte, was ist das? War das ist Wolf? Eine Cutlass Black. Was ist das? Wolfi, balle die Cutlass weg. Die Cutlass, wenn du es schaffst, schieß auf die Cutlass. Volle Raketensalve drauf. Ich sehe gerade nicht, wo ich bin. Alter. Mal kurz weg. Ich glaube, ich bin fast bei Discordius. Ich glaube, ich habe mich schon selber beschädigt. Was hast du gesagt, Skorak? Ich bin fast bei Discordius. Wolfi, lenkst du noch ein bisschen ab? Die haben mich abgeschossen. Nein! flieg mal zu der Scorpius. Ja, aber jetzt wird die... Ding zurückkommen. Das kann natürlich sein, ja. Ich sehe dich auch gar nicht. Na gut, du bist nur so ein Pixel irgendwo. Ja, das ist mein Vorteil. Ah, ich könnte ja Ejection Seat. Juhu, ja! Ach, du lebst? Du lebst noch. Ah, das ist ja gut. Aber jetzt ersticke ich, weil ich nur den kranken Mantel anhab. Wow, der erstickt aber ganz schön lange. Sag mal, wie weit du noch entfernt bist, Gorak, ungefähr? Ja, ich habe hier keinen Marker, aber ich sag mal 100 Meter. Okay. Ich versuche dich als Pixel zu sehen, aber ich sehe echt nichts. Von der linken Seite der Hammerhead komme ich an. Also, ja. Linke Seite der Hammerhead. Von der Hammerhead aus gesehen, linke Seite. Ich sehe aber jetzt ehrlich gesagt auch keinen mehr... Wo ist das rechts? Sind die noch da? Ich bin gleich da bei... Also so viele wieder herumwurseln, das ist ja ganz schön was. Sind die noch da? Ich sehe die nicht. Die sind da. Die haben mich gerade abgeschossen. Ach so. Rechter Kampf. Wo steigt man denn da ein? Seite, rechte Seite. Also ganz normal, wie bei jedem Schiff. Ah, da... Ja, aber ich glaube, ich kann nicht rein, weil es nicht meins ist. Seh dich da rumwursteln. Kommst nicht rein, ne? Nee. Verdammt! Einer ist gerade weggesprungen. Aha, okay. Ich hatte ihn aufgeschaltet mit meiner Titan und er ist weggesprungen. Der hat Angst vor mir gehabt. Ja, mit der Titan ist auch sehr mutig. Der Direx ist ja auch noch kein Wort, stimmt. Ich hab nichts Besseres. Ich bin noch immer Industrial. Du bist wie hoch ist denn dein Timer noch, Direx? Stunde 13. Ja, das reicht. Ich komm jetzt mal rein, mal gucken, ob da Atmosphäre ist. Wenn ja, belebe ich dich wieder. Also der Typ hat sich komplett umgezogen. Ja, dann müsste also das scheint eine Atmosphäre zu sein. Ja. Ja, du liegst im Feuer. Also ich sehe hier gerade kein anderes Ziel.
Ja, die hier ist die Atmosphäre. Die sind abgehauen. Die sind abgehauen. Dann gehörte die Scorpius tatsächlich denen. Also denen wir da erschossen haben. Weil ich komme jetzt hier gerade an, ich stehe gleich neben der Hammerhead. Ja. Achso, dann komme ich mit der Scorpius. Alex? Jo. Wie geht's dir? Komm da raus aus dem Feuer! Ich glaube, da nimmt man keinen Schaden, kann das sein? Ich kann mich nicht bewegen. Ich hätte doch fast keinen Anzug an! Also, was machen wir jetzt mit ihm? Ja, hier oben ist ein Undersuit. Wo ist denn der? Jetzt sehe ich nichts. Wir können dir den höchstens vor die Nase halten, den Undersuit. Warte mal, wo ist denn der? Ja, Moment, hier liegt ein Toter. Echt? Ja. Ich nehme mir mal den. Oder versuche mir mal. Wie nimmt man den Undersuit? Wer ist hier gerade mit. Ach, das ist Scherber, okay. Gut. Ja, das bin ich. Will einsteigen. Was hier ist ein Toter, hast du gesagt? Ja. Wo denn? Ja, hier. Im Aufzug. Zum. Warum sehe ich den nicht? Im Aufzug zum Cockpit. Direkt bei mir. Das war häufig, glaube ich. Okay, den sehe ich dann tatsächlich nicht, aus irgendeinem Grund. Ach so, kann sein, weil mich hat es da so hinten hingeworfen. Ja. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? So? Da ist der Helm. Wo ist denn jetzt der Undersuit hin? Hier war doch vorne. Gesehen. Warte mal, hier, ich gebe sie dir. Moment. Hier? Das ist Arm, das ist nicht der Undersuit. Nee? Okay. Ich lade den mal um in die Titan, ja? Oh, je. Ist die Titan noch da? Ja, ich stehe vorne an der Eingangstür, ich mach gerade mal die Tür auf. Ja, mach mal auf. Der Helm ist über mir. Also, ich hab hier was, ich hab noch einen Undersuit. Tür ist offen. Geht. Okay. Kommst du da ran? Da ist das reingelegt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Soll ich dir noch bei irgendwas helfen, Direx? Was ist mit dem anderen? Ich brauche erstmal einen Undersuit, das ist ein Helm. Den hättest du da lassen können. Ach so. Noch komm ich ran. Mal schnell zum Aufzug, ich brauche Hilfe. Ich komme zum Aufzug. Ja? Ruf mal schnell den Aufzug hoch. Oder versuch's. Ah ja, ich sehe dein Problem, warte mal. Kommt, glaube ich. Ja? Nee, hat nichts gebracht. Was ist passiert, Skorak? Also was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt? Jetzt besser? Jetzt bin ich außerhalb vom Schiff. Naja, das ist auch gut, oder nicht? Naja, da ich mich immer noch nicht bewegen kann, nicht. Aber dann machen wir das so, dann fliegt jetzt Direx mit seiner Titan, fliegt dich jetzt ab. Nee, Scherbe ist es mit der Titan. Scherbe, mit der. Du musst jetzt mal Skorak einsammeln, der hier unten rumtorkelt. Wir brauchen eine Reklamer. Nee, jetzt kann ich mich wieder bewegen, jetzt ist gut. Okay. Problem gelöst. Aber der Randesuit ist weggeflogen. Wo ist denn der hin? Weg von der. Ding. Weg von der Hammerhead, ich sehe ihn nicht mehr. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das wie in so einem. Wie in diesem Film, wo die keinen Raumanzug haben. Und er hängt doch mit der Titan direkt hier an der Luftschleuse. Wir ballern ihn jetzt durch das. Ich kann sogar noch ganz klein bisschen zurückfliegen. Weißt du, was ich meine? Das Problem ist ja, dass er sich nicht bewegen kann. Kann man ihn nicht. Wenn er aber bewusstlos ist, können wir ihn mit der Traktorstrahl angrapschen. Ja, Direx, bist du gewillt, dich nochmal töten zu lassen? Nee, nicht töten, du musst ihn nur ausnocken, oder? Oder können wir ihn schieben? Geht schieben. Ja, schieb mal. Okay. So, ich klebe jetzt direkt hinten dran. Ah, ja. Moment. Warte mal. Das Schieben geht. Warte mal. Er darf nur nicht. Wenn wir das Schiff verfehlen, ist er tot. Wolfi, bist du das neben mir? Ja. In falsche Richtung. Okay. Kannst beweg dich nicht. Kannst du bitte nochmal das Schiff ein bisschen. Scherbe? Ich weiß ja, noch nicht, wo oben und unten ist. Was jetzt? Warte mal ganz kurz. Alle mal ganz kurz ruhig. Scherbe, ein Tick nach rechts. Oh Gott. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Das ist links. Da, halt, nicht so doll. Pass auf, dreh mal mit dem Mausrad deinen Geschwindigkeitsregler ganz runter, damit du nicht so starke Bewegungen machst. Mausrad-Geschwindigkeitsregler, ja, okay. So, ganz runter drehen. Und jetzt bewegst du dich ein bisschen nach links, einen Tick nach links. Da, Tick, noch ein bisschen weiter. Irgendwie passiert gerade nichts. Es passiert gerade nichts, warte mal.
Gott, wie kann ich denn jetzt... Oh, hier ist mein Rucksack, den hat er liegen lassen. Ach so, okay. Gut, wenn ich... Bringt das was, wenn ich das Schiff ein bisschen drehe? Nein. Halt so, jetzt ein bisschen runter, ein bisschen runter. Ein bisschen runter? Runter, runter. Oh, noch ein bisschen weiter, weiter weg. Ich strebe oben fest, ja, also ich okay. Hänge... Dann... Ja, dann jetzt ein bisschen weiter rechts. Nee, das ist das andere links. Das ist, ich steuere mit einem Joystick-Stick, also... Halt, mach ganz kleine Bewegungen, nicht so starke. So, halt. Ja, so, halt. Lell! Ja. Nein! Ja, hör auf, das Ding. Scherbe, lass mich mal ran da. Ja, warte. Ich steig aus. Also, ich kann nicht aussteigen, weil ich bin ja... Bring deinen Rucksack mal rüber. Ohne Anzug. Ja. Jetzt, ich komm raus hier. Bitte schön übernehmen. Schauen wir mal. Ah, einmal Rucksack. So, wunderschön. Gab's nicht irgendwen anders, Jude? Moment. Kann nicht irgendwer von den hier Anwesenden? Was denn? Chef, drück mal deinen anders draus. Ja, natürlich. Warte, hier. Warte. Ich kann ihn nicht droppen. Wahrscheinlich erst noch den Helm ausziehen. Ach so, das kann auch sein. Ah, der war auf Anschlag ganz nach oben, dein Geschwindigkeitsregler, deswegen, also dein Begrenzer. Fred, Flag nicht bewegen. Nee, warte mal. Wir haben gerade mal getauscht, jetzt hat... Wo bist du jetzt? Ich hat gerade mein Undersuit. Ich schwebe hier. Ach so. Ja. So, hier Undersuit. So, jetzt geht das auch. So, kann mich mal einer einweisen, wie ich das Ding bewegen soll? Wenn ich... ein bisschen höher, glaube ich. Oder? Ja, ich würde sagen. Ein bisschen höher, glaube ich. Die Luke ist im Moment weit unter dem. Kleines bisschen zu mir. Kannst du den irgendwie herschubsen? Moment. So, ich würde sagen, so müsste es gehen, oder? Oder kannst du mich hier in die Richtung schubsen? Ich glaube schon. Kann ich wieder nicht bewegen. So, weiter kann ich nicht ran. Ich musste ganz dicht. Jetzt treibe ich weg. Weiter kann ich nicht ran, das müsste reichen. Ja, noch ein Versuch. Ich treib weg. Wer ist denn hier nackig? Ich hab mein Anisut an Score gegeben, dass er einen Direct Swing kann. Ja, ich treib aber weg und komm deshalb wieder nicht an die Kiste. Wo seid ihr denn? Linke Seite. Und im Schiff oder außerhalb des Schiffes? Ja, im Schiff. Und Direct kommt wo nicht ran? Ja, vor dir ist die Kiste mit dem Undersuit. Da muss ich hin. Ich bringe einfach die Kiste zu dir, wie wär's damit? Oder so. Das habe ich auch versucht. Warte, Direx, warte. Ja. Reicht das so? Ja. Aber jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Er hat den Undersuit an. Yes! Operation Direx ist gleich. Warte mal, jetzt bringe ich dir den Helm, ja? Ja, den kann ich jetzt selber. Ich kann mich jetzt ja bewegen. Ja, aber du solltest nicht rausfliegen. Ja, ich hab hier einen Helm drin. Du hast da einen Helm? Wieder rankommen. Hier ist ja eine Kiste mit dem Helm. Ah, okay. Was ein Abenteuer. Ich muss sagen, das ist absolut geil. Ich meine, in Star Citizen macht selbst einen Losen Bock. Leider verblute ich langsam. 22%. Das ist kein Thema. Warte mal. Warum geht das nicht? Warum kann ich denn... Ich hab dich gleich. Besser? Was bin ich? Das bist du? Wo bist denn du? Ja, Direx, ich will dich heilen. Wo bist du? Im Gang immer noch. Also. Ich kann den Helm hier aufsetzen. Was ist hier los? So, bist du jetzt... Geht's dir jetzt besser? Geht's dir besser? Bin mir nicht sicher. Ach, das ist jetzt so komisch. Ach, okay, den Helm... Den kann ich aufsetzen. Das ist der Gefangenenhelm. Haben wir noch einen anderen Helm? Hier bei mir in der Titan ist noch einer. Okay, hier bei mir direkt, ist noch wo ich stehe hier. Ja. Welcher? Der hier? Das hier? Hier, der, wo ich stehe. Der andere. Okay. Wo ich stehe. Genau. Das ist die Aktion, wir retten Direx. Geht's wieder, Skorak? Ja. So. Ich hab mal alles ausgezogen hier. Und wieder geholfen. Kommst du da ran, Direx? Jo. Soll ich den Schlepper holen und das abschleppen? Ja, Direx ist wieder mobil. Wow. Haben wir gut gemacht. Also trotz allem. Meine Leiche treibt nirgendwer mehr rum, ne? Die ist schon weg. Glaube nicht. Also trotz aller Aktionen, ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Egal, was wir hier angestellt haben. Also hier liegt übrigens noch ein Rucksack.
Das ist der von Dyrex. Achso. Dyrex hier ist quasi. Ja, ich hänge hier irgendwie. Kann mich nicht bewegen. Wenn du dich nicht bewegen kannst, zieh mal den Landesult aus und wieder an. Aber du steckst irgendwie im Boden fest. Ja. Scheiße. Ist ja kein Thema, den holen wir dann halt auch wieder. Pass auf, kriegen wir alles hin. Ich bring mal den Helm wieder rein. Ja, das ist ja wie gesagt der andere Helm. Irgendwo noch rum. Wieso hänge ich jetzt im Boden, ey? Wie komme ich jetzt hierher? Seit wann kann man denn auch, Kisten auch so schön auf das Cargo-Grid packen? Geht das schon? Geht das Update. Schon? Okay. Also kleine Kisten, meine ich. Ja. So, jetzt gucke ich mir an, was ihr beide da treibt. Ja, Dydex hat Probleme. Wo ist denn ich der? Nicht. Wenn du reinkommst, rechts. Zum Ton. Ich hänge irgendwo im Boden fest. Ich kann mich nicht. Komm hier nicht weg. Ich sehe ihn gar nicht. Siehst du ihn? Da, vor mir. Ach, da. Ja, das sieht nicht gut aus. Wieso fliegst du denn da auch hin? Ich wollte da nicht hin. Warte mal, Derek. Bleib mal genauso, wie du bist. Beweg dich mal nicht. Moment. Wo sind meine Fäuste? Ich kann meine Fäuste nicht rauspacken. Wo sind deine Fäuste? Ich krieg meine Fäuste nicht ausgepackt. Ich hab hier noch 20%, also liegst du wie gleich auf dem Boden. Ja, dann kann ich dich ja wiederbeleben, ist ja kein Thema. Also ich kann aus also irgendeinem... Können wir nachhelfen? Wäre das denn sinnvoll, ihn erstmal hier ins Schiff zu bringen? Vielleicht zum Heilen? Ja, aber er verblutet doch eh, oder? Ja, aber sehr langsam. Okay. Hat gar nicht getroffen. Ich hab genau auf den Kopf gezielt. Ja, ist das Gitter getroffen hier oben. So. Und hast du getroffen? Ja. Und ist er. Moment. Wenn der K.O. ja, ist erstmal. Sag nur, wenn deine Timer zu tief wird, Alex. Ja, Stunde 29. Wenn der K.O. ist, dann erstmal transportieren. Ja, jetzt ist er raus, gut. So, ich hab ihn. Das war eine gute Idee, Black. Plam. Dyrex ist wieder da. Ich so. Geh mal an die Steuer. So, komm wieder, Dyrex. Du kannst wieder aufstehen, glaube ich. Also müsstest du. Also geht's weiter. Ich glaube, wir müssen in ein Krankenhaus. Pilot. Warte mal, flieg mal noch nicht los, bitte. Ich will mal gucken. Ja, ich warte. Stimmt, ist die C2 eigentlich noch da? Das ist die Frage. Ja. Seht ihr die noch? Die haben wir noch da. Ja, ich sehe den Marke von meinem Grey Cat. Da ist doch ein Grey Cat und Aber wartet mal kurz. Das Schiff hier, kommen wir da nicht ran an die Scorpius? Gleich besetzen, ja. Und eigentlich die Ding? Die was? Die Conny? So, der Conny müssten wir auch mal hinfliegen. Mal gucken, was sie da gelassen haben. Nee, das... kommen wir leider nicht ran. Da ist gerade ein Schiff. Haut ab. Wo ist ein Schiff? Ach nee, das ist Sinus. Okay, ist Sinus. Alles klar. Schreck mich doch nicht so. Ich war gerade im S4-Modus und hab zugeguckt und hab dann ein Schiff rumfliegen sehen. Wollen wir mal noch ein größeres Schiff holen, dann können wir noch den meinen Buggy und den Atlas retten. Was denn für ein Atlas? Achso. Wolfi, hast du da Platz in dem Turm? Ja. Ich flieg mal bei dir mit, ja? Huch. Schelpe, flieg mal zu einer Station. Ja. Bleibt ihr zwei hier und markiert die Stelle. Wir sollen hier bleiben. Wahrscheinlich oben, oder? Ich versuche hier gerade irgendwo reinzukommen, ist die Frage wo. Wahrscheinlich oben. Ich muss mal kurz die Tür schließen jetzt ich hier. Ich belüfte mal, einfach Luft anhalten, Wolfi. Ah, jetzt, ich habe die Tür zugemacht. So, Station, was wollen wir denn? Hier nach hier irgendwo in Station, wa? So, bin drinne. Du siehst nicht gut aus. Ja, 18%, ich fühle mich nicht so zur gut. Zur Station zurück, oder was? Nee, ich glaube, wir sollen. Skorak, du willst hier noch was holen, ne? Von dem. Ja. Okay, nee, wir müssen hier bleiben. Wie komme ich denn in den Turm? Ich kann hier bleiben. Wie komme ich denn in den Turm rein, Wolfi? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Turret. Ah, das ist dasselbe Problem wie bei... Oh. Gibt's da eine Schnelltaste für Enter Turret? Bestimmt, ne? Also, gibt's eine Tastenbelegung dafür? So, da... Die Wüste von Kerner. Ich guck mal nach, Wolfi, du kannst ja mal ein bisschen hier... Control... Soll ich da hinfliegen? Wohin? C2? Falls das unsere überhaupt ist? Das müsste unsere sein. Du kannst mal zu der Conny fliegen. Ich weiß gar nicht. Ist sie ein bisschen besser, Alex? Die Conny ist hinter der... die ist in Sichtweite der... der Hammerhead. Cutlass, Corpus... 17%. So, Turret. Oh, irgendwas hat mich aufgeschaltet. Zeug. Hier ist ein Landeplatz da hinten. An Exit Remote Turret. Und was ist Enter Remote Turret? DY. Schwer zu sagen. Hier habe ich halt nur diesen Retract-Button, das ist das Problem. Das haben wir dann. Weiß was. Hast du es gefunden, Wolfi? Ich sehe da was. Okay. Auch wenn ich es nicht aufschalten kann. Ja, das ist die Conny, die du abgeschossen hast. Flieg mal da in die Nähe, dann steige ich mal aus. Schönen Skin hast du übrigens. Ja, wunderbar. Die hast du sehr schön lahmgeschossen, Wolfi. Muss ich sagen. Ja. Bin selber überrascht. So, halt mal an die Kiste bitte, dann steige ich aus. Hast du angehalten? Ja. Das ist, glaube ich, sogar eine... kann das sein, dass das eine Phoenix ist? Oh, das kann sein. Ich wette, die hast du so lahmgeschossen, dass er den Dings nicht... So. ...wollt ihr gekriegt haben. Auf einmal ist da noch jemand. Das glaube ich nicht. Ich krieg das Ding leider nicht. Warte mal, haben sie irgendwas offen gelassen? Sind wir da? Ja, wir sind da. Sie haben die Luke offen gelassen. Hier, warte mal. Achso. Danke fürs Taxi. Soll ich euch mal was sagen? Die haben die Fracht nicht rausgekriegt. Sollen wir was bringen? Ich guck mal, was es ist. Ja, ist nur Hydrogen. Achso. Bringst du deinen Rucksack hier mit, oder? Was haben die denn mit Hydrogen gemacht? Ich brauche eine Rüstung, um den anzulegen. Achso. Hydrogen ist doch nichts wert, oder? Willst du deine Sachen wieder haben? Deine Motten? Nö, ich krieg neue, ich kann neue holen. Adios. Okay, ich komm wieder raus, Wolfi. Vielleicht war das irgendein Event, wo die da was probieren wollten? Unmöglich. Und dann haben sie uns verwechselt? Krankenstation. Warte mal, wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Soll ich mal schieben? Ich sehe dich. Alles so. Ja, am besten auf das Schiff, aus dem ich gerade komme, du Nase. Ja. Achso, ich muss ja oben rein. Ja, das ist aber so ein Bug, den haben jetzt derzeit alle Schiffe, dass der Retract-Button von dem Schiff sich mit dem Enter-Turret-Button irgendwie überlagert und deswegen kommt man da nicht rein. Warum komme ich denn jetzt da nicht rein? So, jetzt ja. Wolfi, Luft anhalten. Die Augen. Also der Atlas steht noch in der Herkules drin. Ist da noch was an? Ja. Also ich bin fertig. Also will noch mal wer mitkommen? Komm, wir fliegen mal zu der C2, Wolfi. In meinem Hangar steht ein Schiff. Ja, dann pass auf, Wolfi, dann klappst du dein Flügelchen ein und landest oft in der C2. So. Scherbe? Weißt du, Transportbedarf oder fliegst du selbst? Wo ist sie? Na, da wo Skorak ist. Ist die Frage. Nee, ich bin beim Ding noch. Sinus. Ich bin bei. Ach, an der C2. Da musst du Sinus anpeilen, Wolfi. Okay, dann drehe ich mich ganz einfach super schnell. Ah, da ist Sinus. So, Scherbe muss mal AFK für 10 Minuten. Ich habe gerade was zu tun. Okay. Bis später. Aber absolut geil. Ich hoffe ja auch, dass wir irgendwann mal, naja, gut, hin und wieder selten ist ja die Stolpertruppe auch mal auf der Gewinnerseite, häufiger auf der Verliererseite. Aber wie gesagt, also mir bringt sowas Bock. Vor allem,
weil wir ja dann doch irgendwie noch die Kurve gekriegt haben. Ja, im Prinzip könnten wir jetzt noch die Schiffe abschleppen oder überhaupt abbauen. Die C2 muss sowieso so abgeschleppt werden. Ist die kaputt? Achso, ja, die ist kaputt. Die ja. ist ja kaputt und der Atlas... Wie gesagt, Abtransportfahrzeug ist unterwegs. Kommst du mit dem SRV? Nee, ich komme mit meinem zweiten C2. Ach so. Ich steig mal aus, Wolfi. Ja. Kann ich jetzt eigentlich in den Atlas einsteigen? Nee, ist ja keine Gravitation. Nein, geht nicht im Ding. Ohne Schwerkraft. Da ist der Sinus. Hallo Sinus, ich bewege Sinus. Juhu. Sinus, du hast irgendwie nichts an. Ja. Das ist normal. Also ich kann ja aussteigen. Tatsächlich ist das Zeta Prola, aber das ist explodiert, ne? Oder wie sehe ich das? Das ist explodiert. Ja. Gesteuert. Private Property? Wieso Private Property? Ah, weil geclaimed wahrscheinlich. Wie claimt man denn ein Schiff? Naja, also ich hab's ja. Ach so, du hast es geclaimed. Ah, okay, dann verstehe ich's ja. So, dann geh ich jetzt bei Sinus an Bord. Sinus, stillhalten bitte. Ja. Also ich kann sagen, ich habe die ganze Geschichte komplett unbeschadet überlebt. Und Skorak. Ich kann ja positiv sehen. Nur ein Schiff verloren. Skorak auch, oder? Ja, nur ein Schiff verloren. Ja. Und nur meine Rüstung verloren. Ja, krieg's ja wieder. Und einen abgeschossen habe ich. Vermutlich. Ich weiß nicht, ob ich das war. Vielleicht war doch jemand von euch. Ich torkel hier ganz langsam zu die Krankenstation. Okay, bin drinne. Sinus. So, Abtransportschiff ist da. Aber was willst du da jetzt einladen? Ich will meinen Atlas zurück. Ah ja, ganz klar. Geht das mit einem ganz normalen Traktorstrahl? Und ja. Einen Atlas kannst du mit einem ganz normalen Traktorstrahl anheben. Und eigentlich möchte ich auch den Grey Cat, den PTV. Den habe ich gar nicht gesehen da drin. Den weiß ich nicht, ob der geht mit dem Traktorstrahl. Doch, der PTV, den kannst du mit dem Traktorstrahl hochheben. Ich glaube, den STV haben sie schon so schwer gemacht, dass es nicht mehr geht. Bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, für die kleineren Frachtaufträge finde ich den Atlas eigentlich gar nicht so praktisch. Nee, du wüsstest ja auch gar nicht, also in welches Schiff willst du den dann packen? Also. Ja, also. Also alles unter. Ich habe viele Aufträge gemacht zwischen Orison und Seraphim hin und her mit recht vollem Laderaum. Da hat es gelohnt. Also ich finde, er lohnt sich ab C2. Also ab Herkulesgröße. Ja. Ich meine, die Conny braucht ihn nicht, die Taurus braucht ihn nicht, die hat ihren eigenen Traktorstrahl. Und bei den meisten kleineren im Tod. Warum? Oh. Warte, ich komme. Keine Ahnung. Ja, nee, 8 Sekunden. Hast du keinen Helm an, oder was? Soll ich deine Leiche bergen? Nein. Ich berge mal deine Leiche, ja? Naja, wenn du da bleibst, dann kann ich's ja. Ja, wir bringen die mit. Oder? Nicht ist bewegen, auch noch da. Nicht bewegen, Sinus. Sachen gibt's. Wieso bin ich jetzt gestorben? Du hast bestimmt keinen Helm an, werde ich ja gleich sehen. Wieso? Ich war ja vorhin auch im All. Nö, bei mir hast du tatsächlich keinen Helm an. Was? Ich hatte einen auf. Du hast keinen Helm an. Ich bin verloren. Ich bring mal deine Leiche wieder an Bord, ja? Ja. Yep. Also schmeiß ihn in die C2. Ja. Ich komm dann mit einem kleinen Schiff vorbei. Ich bring auch schon mal die, den Atlas rein und den PTV. Ja, sehr gerne. Da liegt da rum. Naja, und der Traktorstrahl, aber der ist wahrscheinlich weggeflogen. Den sehe ich nicht. Schießt, den hatte ich in der Hand. Ja, wobei, wenn du dich gerade auf in Richtung des Schiffs bewegt hast. Okay, den Atlas habe ich.
Gott, ist der schwer. Echt stöhn. Wie nenne ich diese Folge? Aufräumaktion. Also einen Atlas bewegen, also da merkst du, der wiegt einiges. Ich muss auch mal was trinken und was essen. Ja, der Atlas ist drin. Ja, und nach, man muss sagen, da wir ja keine Ladung an Bord hatten und da der gute Wolfi heldenhaft deren Frachtschiff zerstört hat, haben sie an uns garantiert auch nichts verdient. Nö. Ja. So, warte mal. Wo soll denn dein PTV sein? Ich sehe den hinten. Nicht. Hinten? Ach, da schwebt da rum. Okay. Der ist witzigerweise leichter zu transportieren als der Atlas. Was? Der ist leichter? Ja, keine Ahnung warum, aber er ist es. Ist hier nur ein Autoschiff. Warum hast du den PTV mitgenommen? Weil ich Lust drauf hatte? Verstehe. Schlauer Mensch. So. PTV ist drinne, Atlas ist drinne. Hast du noch irgendwas? Gleich da. Hast du da noch irgendwas drin? Nee, ne? Nee, da sollte nichts mehr stehen. Und was, diese Container, was haben die jetzt angeblich geladen? Weil sie sind ja noch vorhanden. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind sie einfach wertlos. Die sind immer noch Zeta Proli-Dingsbums. Die können wir versuchen, sie abzuliefern. Ich liefer die, ich pack die mal an dein Schiff, ja? Nur mal ja, so aus eben. Interesse. Wie gesagt, genau gleich da. Ich weiß nicht, vielleicht gilt das nicht mehr, vielleicht zählen die als kaputt, weil es ist auch kein Timer halt mehr dran, ne? Vielleicht ist sie auch verbaut. Ja, dann erst merke, wenn sie nicht mehr rinsnappe, oder? Werden wir gleich sehen. Kargo-Brett. Oh. Oh. Rein da. Rein. Ah. Ja, das Problem ist, es ist jetzt zu schwer. Warte mal, aber den kann er den Atlas nehmen. Kann er den Atlas nehmen, um das Ding hier zu platzieren. Ah, doch. Scanner funktioniert doch. Wo liegt meine Leiche rum? Ja, wieso hat die keinen Helm auf? Was soll das? Keine Ahnung. Also ich kann sie tatsächlich nirgendwo ablegen. Das zählt offenbar nicht als Ladung. Liegt jetzt zwar hier drin, aber es ist... So. Die kann weg, ne? War noch am Umziehen. Kann die weg? Ja, die kann weg. Achtung und tschu! Hey, ich hab die eigentlich geschmissen. Warte mal, nochmal. Die knallt da oben irgendwo gegen. Oh, so geht das nicht. Da liegt übrigens noch ein Helm. Ja. Nee, die flummiert da so gegen. Warte mal, latsch da mal ein bisschen weiter. Hallo Sinus. Will nicht raus. Ich will nicht raus. Na gut, dann muss ich das mit dem Handtool machen. So, also denn Atlas ist wieder da. Gut, also ich denke mal, die Fracht können wir dann nicht abliefern, weil sie snappt nirgendwo rein. Die will wirklich nicht raus. Nee, die hat. Die will meine Energie nicht in meinem Schiff behalten. Ja. Gute Reise.
Guck sie dir genau an, Sinus. Mann, wir haben vielleicht viele verschiedene Schiffe. Was hast du denn jetzt gemacht? Hör auf, die Leiche zu schänden. Ja, der, wie gesagt, der ist zwar noch ein Objekt, aber er ist quasi nur noch ein Trümmerstück, würde ich behaupten, oder? Ja, dann schmeiß mal raus. Ja. Also, da musst du einen Atlas nehmen. Hast du nicht die große dabei? Nee. Nimm den Atlas und dann schmeißt du das Ding dem Sinus direkt vor die Nuss. Sehr schön. Gute Reise. Ah, da ist die Hemmerhead. Oh. Schießt du gerade auf den Frachtcontainer? Ja. Toll.